Der ARD-Radio-Tatort. WDR 2 Nachrichten. Um 10 Uhr Robert Musil. Der Bund übernimmt Milliardenausgaben. Was ist jetzt eigentlich mit dem? Mit diesem verschwundenen Wäschevertreter. Ist in Datteln wieder aufgetaucht. Ach so, ist auf Tour. Das war unsere einzige Vermisstenanzeige. 180.000 Einwohner und niemand wird vermisst, ja? Armutszeugnis, ja. Vielleicht Vermissten haben keiner keinen. Also, prinzipiell. Ja, die vermisst ja auch keiner. Ach, unser Lokalpatriot wieder. Ja und? Bist gestolz auf Heimatstadt, darf man doch noch sein. Ja und? Aus welchem Grund jetzt? Ja, weil... Ja, zum Beispiel, weil hier so wenige Verbrechen passieren, dass wir uns seit Tagen zwischen den Zehen kraulen. Chef, das Verbrechen, das macht einen Bogen um Hamm. Das hätte ich auch mal machen sollen. Also, was, dann nochmal im Archiv nachschauen, ob es vielleicht eine Chance gibt. Oh, nee. Ob es eine Chance auf einen ungelösten Fall gibt. Und wenn was reinkommt, sofort Bescheid sagen. Ansonsten Arbeit vorschützen und Überstunden abbauen. So. Später haben wir es denn? Genau 10.03 Uhr. Ja, das war doch mal eine kurze Lagebesprechung. Hm? Aber wer weiß, was der Tag noch so alles bringt. Gib mal hier. So. Was ist das jetzt? Das ist eine Geige. Eine Stradivari. Ja, sehe ich. Wusste gar nicht, dass sie auch geigen können. Das ist ein sturer Hund. Sagen Sie nur, Sie können auch noch singen, Chef. Ja. It's been a hard day's night. Ja! Yeah. Hör doch mal auf mit dem Miauen und Hände hoch. Ich hab gesagt, Hände hoch! Kontermann von Dirk Schmidt. Zurück zur Geiselnahme in Hamm. Sabine, wie sieht es aus? Nicht gut, Rudi. Also ich stehe hier immer noch, hier am Rand der Hammer Innenstadt, direkt vor einem der großen Möbelhäuser der Region und verfolge die Entwicklung der Ereignisse, die heute gegen 10.05 Uhr ihren Anfang nahmen. Und? Ja, Rudi, alles, was wir wissen, ist, dass ein bewaffneter Mann um 10.05 Uhr in das Gebäude hinter mir hier eingedrungen ist und Beamte der Kriminalpolizei Hamm als Geiseln genommen hat. Zeugen sprechen von mehreren Schüssen und seitdem ist es ruhig. Und weiß man oder wissen wir etwas über den Zustand der Geiseln, Sabine? Nee, nichts Neues, Rudi. Aber gibt es wenigstens Forderungen des Geiselnehmers? Also das LKA macht dazu bislang keine Angaben. Keine Angaben. Ja, danke, Sabine. Ja. Es geschah gegen 10.05 Uhr. Ein bewaffneter Mann drang in ein Gebäude der Kriminalpolizei Hamm ein und nahm einige der dort anwesenden Beamten als Geiseln. Zeugen haben mehrere Schüsse gehört. Zurzeit ist noch unklar, was genau der Geiselnehmer fordert. Um schön da bleiben. Ich muss noch kurz was erledigen. Lenzen, sag mal. Sag mal was? Ich hab gesagt, du verfallen Sie! Also gut. Wo waren wir? Meine Fresse. Ich hätte meine Oma den Waffen nehmen können. Haben Sie ihn? Nee, ich hab daneben gezielt, wollte ihm nur Beine machen. Na, spielt doch noch den Helden. Würde ich euch übrigens auch nicht raten. Ich hab heute einen ganz schlechten Tag. Sagen Sie mal, was soll der Scheiß? Schnauze! Ich wollte was fragen. Ich hatte Kopfschmerzen. Ja, genau. Wo sind denn eure Waffen? Hm? Ne? Ja, unten im Waffenschrank. Okay. Du da, was guckst du so komisch? Ich? Ja, du, genau du. Ich guck gar nicht. Ja, du guckst wohl, was guckst du? Wo ist deine Waffe? Wo? Zu Hause. Was? Was ist das? Sonst kamen sie noch eine Tasse in den Schrank. Schnauze! Also zu Hause! Stimmt das auch? Ja, sicher stimmt das. Vergessen. Nee, ich trage doch jetzt immer die enge Jacke. Zu eng geschnitten, ne?
Red mal doch jetzt und das beult so aus, wenn man mit der... Ja, ist gut, ist gut, gut, Schnauze. Gut, also... Und ich habe meine Dienstfrage abgegeben, aus Altersgründen. Ich bin nämlich... Den Nächsten, der ungefragt das Maul aufmacht, den ball ich was in den Kopf! Du da, wie heißt du? Lenz. Felix Lenz. Also gut, Felix Lenz. Hä? Du siehst so aus, als brennt dir was auf der Zunge. Als müsstest du unbedingt raus. Ich meine, überleg dir gut, was du sagst. Ich mach's kurz. Sehr gut. Wer sind Sie? Und was wollen Sie hier? Also im Moment tut sich nichts in Hamm und an offizielle Statements ist auch nicht zu denken. Aber dafür ist im Internet einiges los. Stimmt's, Rudi? Ja, stimmt auffallend, Sabine. Laut neuesten Gerüchten handelt es sich bei dem Geiselgangster um Ulf Kontermann, der heute Morgen aus der JVA Werl in eine andere Strafanstalt überführt werden sollte. Manche vermuten, dass es Kontermann bereits während der Überführung gelang, seine Wächter zu überwältigen. Andere Stimmen sprechen aber von einem ungeplanten Zwischenstopp in Hamm, bei dem Kontermann dann zuschlug. Und Rudi, was weiß man über diesen Kontermann? Tja, Sabine, also wenn das der Kontermann ist, der im Web hochgehandelt wird, dann sieht es schlecht aus. Ulf Kontermann wurde vor 16 Jahren wegen Mordes an zwei Polizisten zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Oh, das hört sich ja tatsächlich nicht gut an, Rudi. 16 Jahre, sagst du? Ja, und das Komische ist, laut User... Val Prisoner hatte Kontermann gar nicht mehr lange abzusitzen. Und Knacki31 schreibt, Kontermann soll schon vor Jahren in den Genuss von Hafterleichterung gekommen sein. Ja, bei so einem kaltblütigen Verbrecher, da weiß man vielleicht nie, ne? Tja, da sagst du was, Sabine. Bei dem Geiselnehmer, der in Hamm mehrere Polizeibeamte in seine Gewalt gebracht hat, handelt es sich wahrscheinlich um den entflohenen Sträfling Ulf Kontermann. Kontermann wurde wegen Polizistenmordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Wir melden uns zurück, sobald es Neuigkeiten gibt. Martin war jeden ersten Samstag im Monat da. Seit seinem 18. Geburtstag. Jeden ersten Samstag. Aber war so krank, dass ich ihn nach einer halben Stunde wieder nach Hause geschickt habe. Aber er war da. Und Ihre Frau? Meine Frau ist tot. Autounfall. Hm. Hatte mir 98 in die Papiere geschickt. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Martin und ich haben auch nicht oft über sie geredet. Ich habe Kopfschmerzen. Ich brauche eine Kippe. Eigentlich ist hier Rauchen verboten. Oh, wir waren so. Wenn Sie das Ganze jetzt sofort beenden, dann verspreche ich Ihnen, dass wir uns um die Sache kümmern, ne? Die Sache? Ja, den Fall. Die Angelegenheit. Oder nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir fangen heute noch an. Wir haben eh nicht so viel zu tun. Hör mal gut zu, Meister. Ja? Ich? Ja, du. Ich weiß genau, was du vorhast. Glaub gar nicht, dass ich dich nicht durchschau. Ich hab gar nichts vor. Du glaubst, du kannst dich dumm stellen, ne? Du denkst, du kannst dir den Idioten spielen, damit ich dich aus den Augen verliere, ne? Wieso? Vergiss es. Vergiss es ganz schnell, verstanden? Ja, okay. Und was mit dir? Was soll mit mir sein? Ich schau mir die Scheiße aus dem Hintergrund an. Welche Scheiße? Die Scheiße, die du hier baust. Die Geschichte mit deinem Sohn ist ja herzzerreißend. Glaubst du nicht im Ernst, dass irgendjemand da draußen das interessiert? Wo draußen? Hä? Ist doch niemand. Niemand? Niemand. Eben. Wie du meinst. Hörst du noch eine Alarmsirene? Hörst du irgendwas? Siehst du irgendwen? Was meinst du, wie lange es noch dauert, bis hier 8 Jungs mit Maschinengewehren reinschneiden und den Spuk beenden? Darf ich? Nein.
geben dürfen, bitte. Und der Herr müsste mal zusätzlich Noppen auf den Fall des Leppert treffen kann. Des Leppert? Im Polizeipräsidium Hamm. Mutmaßlicher Geiselnehmer ist Ulf Kontermann. Ah, da ist er ja schon. Kontermann. Polizistenmörder. Da siehst du richtig jung aus. Wann war denn das? 95. 95? Der Banküberfall in Wesel? Das bist du? Ja. Ja, wo alles glatt ging und du das Geld schon in der Tasche hattest. Aber dann bist du wieder zurück, weil noch zwei Polizisten zu erschießen waren. So war das nicht. Klar, das war ganz anders. Deshalb kriegst du auch keine Minute erlassen. Was ist eigentlich mit den Kindern von den beiden Polizisten? Hä? Wie geht's denen eigentlich? Was willst du, verdammt? Ich kann dir helfen. Und wie? Lass mich raus. Ich such deinen Jungen. Wie willst du das denn machen? Ich bin Bulle und der Chef hier. Ich finde ihn. Das ist doch Schwachsinn. Quatsch. Nicht mal deine eigenen Leute glauben hier. Ja, da habe ich wohl ein Autoritätsproblem. Aber du auch. Denn ja nicht irgendein beim LKA interessiert deine Geschichte. Ich gebe dir mein Wort. Ich suche ihn. Wenn du nicht Wort hältst, ne? Dann hast du immer noch genug Geiseln. Danke. Gern geschehen. Der SLK ist doch längst da. Hier kommt keiner mehr rein und raus. Es gibt einen Gang im Keller. Von da aus kommt man ins Nebengebäude. Da werden Möbel gelagert. Und wenn mich einer fragt, sage ich, ich habe gar nichts mitbekommen. Richtig schlecht. Ist die Idee nicht? Nee. Was hast du schon zu verlieren? Nichts. Nichts hast du zu verlieren. Wisst ihr was? Wir machen das so. Felix Lenz? Ja. Du gehst. Also. Moment. Das war meine Idee. Wieso er jetzt? Sag mal so, wie hast du eigentlich? Vorderbäumen. Und du? Stolz. Ah. Und du? Latotzke. Na was? Latotzke. Ja, wenn du meinst. Also, nichts für Ruhe vor der Bäume, aber die riesen doch schon der Kalk aus der Hose. Wenn ich mich schon auf so eine Schnapsidee einlasse, dann sollst du doch eine kleine Erfolgschance haben. Ne? Und sieh's mal so. Willst du schuld sein am vorzeitigen und sicher grausamen Tod deiner Kollegen? Ne? Damit musst du erstmal klarkommen. Lenz hier, der scheint mir da wenig belastbarer zu sein. Immer. Jetzt hast du eine Fahne? Ich war gestern Abend unterwegs. Das riecht aber eher nach heute Morgen als nach gestern Abend. Nee. Restalkohol. Ja. Also, ich gebe dir Zeit bis fünf. Wenn ich da nichts von meinem Sohn gehört habe, gibt's ein Blutbad. Ich brauche aber Verstärkung. Na klar, wir wollen alle vier gehen. Und ich warte hier so lange. Ja, ich schaff das nicht allein. Such dir jemanden aus, freie Auswahl. Sag mal, der Einzige, der sich in Hamm auskennt, bin ich? Mein Sohn wohnt in Duisburg. So. Ja, ich brauche noch ein paar Anhaltspunkte, also irgendetwas, womit ich arbeiten kann. Martin hat einen Stammladen in Duisburg. Pizzeria Rocodue. Ja, wie wir anfangen und dann wirst du dir sicher zu helfen wissen. Du bist doch Bulle, also. Wen willst du mitnehmen, Lenz? Zurück nach Hamm. Sabine, hat sich unser Geiselgangster gerührt? Nee, nichts Neues, Rudi. Es ist ruhig in Hamm, aber vielleicht die Ruhe vor dem Sturm. Ich meine, wie soll man das wissen, wenn die Herren vom Landeskriminalamt eine Nachrichtensperre verhängen? Hast du denn was? Ja, das kann man wohl sagen. Halt dich fest, Sabine. Als Kontermann 1995 die Bank überfallen hat, ist er, obwohl der Überfall glatt gegangen war, noch einmal zurückgekehrt. Wie, zurück in die Bank? Das verstehe ich nicht. Na, bist du nicht allein, Sabine. In der Gerichtsverhandlung wurde festgestellt, dass die beiden Polizisten nicht gestorben wären, wenn Kontermann die Flucht ergriffen hätte, als noch Zeit war. Also, wir haben es mit einem kaltblütigen Killer zu tun. Ja, und das liest man auch in den Kommentaren im Web. Hier,
Bini84 schreibt, wie kann es sein, dass solche Schwerverbrecher nicht ausreichend bewacht werden? Und der User Zlatanovic meint, dafür zahle ich eigentlich Steuern, wenn man in diesem Land... Nein, er schreibt, wofür zahle ich eigentlich Steuern, wenn man in diesem Land seines Lebens nicht mehr sicher ist? Wenn Sie ebenfalls Ihre Meinung loswerden wollen, unter der eingeblendeten Webadresse erwarten wir Ihren Kommentar. Scheiße ist das. Scheiß Idee. Von vorne bis hinten. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Der Alte wollte nur seinen Arsch retten und wir fahren jetzt nach Duisburg. Wir sollten uns einfach beim LKA melden und alles denen überlassen. Ich dachte, Sie mögen es nicht, wenn wir das LKA einschalten. Was ist denn mit Ihren Vorträgen über Reststolz, Eigeninitiative, Ehre im Leib? Das muss ich mir doch jeden zweiten Tag anhören. Aber doch nicht, wenn es um einen Psychopathen geht, der Geiseln genommen hat. Naja, so richtig gestört kommt mir der Kontermann gar nicht vor. Ich fand ihn relativ klar. Lenz, das ist ein kaltblütiger Mörder. Nimmt eine Bank aus und kehrt nochmal um. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ach, Sekunde mal eben, ich habe noch was vergessen. Ich wollte noch zwei Bullen umnieten, ne? Das ist lange her, der ist ruhiger geworden. Wissen Sie was? Ich glaube, ich darf mal dasselbe Zeug wie Sie. Dann werde ich vielleicht auch mal so tiefenentspannt. Hier, wollen Sie auch einen Schluck? Nee, danke. Arschloch. Sie machen sich völlig umsonst ins Hemd. Wenn so ein SEK erst mal anrückt, ist eh alles zu spät. Das ist wie eine mittelalterliche Plage, da machen Sie gar nichts mehr. Da gibt's keine Diskussionen, da gibt's einen Einsatzplan und fertig. Sie müssen es ja wissen. Ja, weiß ich auch zufällig. Die Jungs üben jeden Tag, wie man Gewalttäter unschädlich macht. Zur Not auch für immer. Da fällt man Entscheidungen nicht im Stuhlkreis. Hä? Lassen Sie uns den Sohn suchen und den Papa vorführen. Irgendwann geht das SEK sowieso rein. Tja, und wenn wir schneller sind, können wir echt Punkte sammeln. So, so. Na, schauen wir mal. Wie heißt der Junge nochmal? Martin. Aber von Junge kann keine Rede sein. Der ist Anfang 20. Ich bin ja mal gespannt, was der ausgefressen hat. So, da sind wir. Rocco Due. Jo. So. Pizza Pasta Antipasti. Vielleicht Tarnung? Ja, vielleicht. Ach, was ich noch fragen wollte. Ja. Sie kennen sich doch so gut mit Sondereinsatzkommandos aus, ja? Was wäre denn jetzt der nächste Punkt auf deren Agenda? Kann ich Ihnen sagen. Kontaktaufnahme. Ach, Kontaktaufnahme. Hm. Das können wir auch. Hallo, Polizei? Mal aufmachen, bitte. Herr Chiuso, ist geschlossen. Es ist wieder offen. KFPB Hamm. Wir haben ein paar Fragen. Polizia. Questione. Fatti entrare! Vabbè. So. Guten Tag. Wer von Ihnen ist Rocco? Das bin ich. Guck mal, jetzt begreife ich das erstmal richtig. Rocco Due. Ja, zwei. Aha. Mhm. Kriminalpolizei. Wir würden gern mit Rocco, dem Jüngeren, sprechen. Das ist mein Sohn. Der ist nicht hier. Schade. Wir sind nämlich auf der Suche nach Martin Kontermann. Wirklich? Wir auch. Das ist bestimmt für Sie. Jetzt ruf ich ran. Voller Bäume. Guten Tag, Hahnkampf DK. Das ist ja schön, dass Sie sich melden. Ist die Situation kritisch? Nee, alles prima. Und selbst? Vor Ort sind Sie, Latotzke, Lenz und Scholz, ist das richtig? Lenz und Scholz? Nee. Dienstreise. Bitte geben Sie mir den Geiselnehmer. Für Sie, das SEK. Ja, ich kann gerade nicht. Er sagt, er kann gerade nicht. Dann sagen Sie ihm bitte. Auflegen! Ich muss auflegen. Sie sollten langsam eine Forderung stellen. Hab ich doch. Wann sind die da draußen, findet man so schneller? Na, darum geht's doch nicht. Wenn keine Kommunikation zustande kommt, werden die vielleicht nervös. Fordern Sie was.
500.000 Euro in kleinen Scheinen und einen Fluchtwagen, was weiß ich. Ja, meine ich. Mann, was ist das denn? Das ist mein Handy. Sehr gern. Ach, schön. Ja, Kuttermann. Scholz hier. Schöne Scheiße. Was? Ihr Sohn hat einen Mann vom Dach eines Duisburger Plattenbaus geworfen. Und nicht irgendwen, sondern den Sohn des einschlägig bekannten, vierfach vorbestraften Pizzeria-Besitzers Rocco. Ja, und jetzt? Ja, die Polizei sucht ihn. Und Rocco auch. Jedenfalls sagt er das. Ja, was soll das heißen? Vielleicht haben Rocco und seine Italiener ihn auch längst gefunden. Ich habe keine Ahnung. Und da kann man das nicht rauskriegen? Das ist ein Süditaliener. Also eher wortkarg. Weitermachen. Was? Ja, du hast mich gehört. Hören Sie, wir müssen das LKA einweihen. Wir brauchen den ganzen Apparat. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Vergiss es. Lass dir was einfallen. Ich will bis 5 Lebenszeichen, sonst gehen dir die Lampen aus. Scheiße. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So, bettelst du eine Kugel oder was? Nee. Aber glaub ja nicht, dass ich hier um mein Leben flehe. Bin ich zu alt hier. Bei den paar Jahren, die du noch hast, wäre ich mal geizig. Sonst bist du der Erste, auf den ich verzichte. Vielleicht war es Notwehr. Was? Na, ihr Sohn, vielleicht kennt er gar nichts dafür. Er klingt ja schwer nach Mafia. Ja, vielleicht hat ihm die Pizza nicht geschmeckt. Mensch, Chef, jetzt lassen Sie doch mal nach. Das ist doch wirklich genug hier. Da muss man sich nicht wundern, wenn... Wenn? La... La Totzke. Ja. La Totzke, ich glaube, du bist in Ordnung. Rocco war mal größer. Was Drogen angeht, da kommen in letzter Zeit mehr und mehr frische, hungrige Leute aus Italien. Ich denke, Rocco ist zufrieden, wenn er seinen Status halten kann. Und der Sohn? Rocco Due? Er war bestimmt nicht der Kronprinz, den sein Vater sich wünschte. Hat ihn auf die Uni geschickt, aber da ist nicht viel bei rumbekommen. Das heißt natürlich nicht, dass sein Mörder noch eine echte Zukunft hat. Ist vielleicht auch besser so. Da sagen Sie was. Also, ganz unter uns jetzt, falls es Sie interessiert. Interessiert uns brennend. Ich habe jetzt, sagen wir mal, auch nicht so viel dagegen, wenn sich solche Fälle von selbst erledigen. Mhm. Hauptsache erledigt und Akte zu. Mhm. Und wie ist Ihnen egal? Er hat doch recht. Ja, super. Haben Sie ja zwei gefunden? Da gibt's ein paar mehr als bloß zwei. Dann vielleicht trefft ihr euch beide mal privat und gründet eine Kameradschaft. So, vielleicht. Alle mal Ruhe bitte, ja? Mr. Linksliberal spricht. Quatsch, das hat gar nichts zu tun, Linksliberal. Also wenn ihr fertig seid, sagt ihr Bescheid, ja? Gut, so, hier habe ich es. Kontermann, Martin. Sauber. Sauber? Absolut sauber. Mhm. Jedenfalls bis zum Tod des Italieners. Der muss übrigens ganz gut ausgeteilt haben. Wir haben Blutspuren auf dem Dach gefunden. Und das Blut stammt nicht von Rocco. Haben wir ein Foto? Haben wir, ja. Mhm. Das sieht aber nicht wirklich aus wie ein Staatsfeind Nummer 1. Vielleicht muss er seinem Alten was beweisen. Hm? Und da lässt man dann schon mal einen Italiener fliegen. Ja, ich weiß nicht. Noch was. Es gibt da eine Lena. Lena? Und weiter? Lena Overberg ist von Martins Freundin. Wohnt in besagtem Haus. Frau Overberg... ist nicht sehr kooperativ. Mhm. Tja, dann mal danke, ne? Ja. Oh, dem LKA dient man doch immer wieder gerne. Ja, auch von mir. Schönen Dank. Kennen Sie sich eigentlich aus in Duisburg? Naja, ein bisschen. Damals die Mafia-Mörder. Da war ich mit Taraki hier. Mhm. Wir wissen ja nichts. Hm? Noch nicht mal, wer Täter, wer Opfer ist. Vielleicht hat er ihn kaltblütig vom Dach geworfen. Vielleicht war es höchste Notwehr. Ja. Naja, vielleicht weiß diese Lena was. Ach, geschenkt. Was ist denn, wenn wir einfach das LKA einschalten? Fertig. Mit so einer Großfahndung ausgehen. Wenn Kontermann das rauskriegt, können Sie Vorderbäumen und Latotzke nächste Woche Blumen aufs Grab legen. Meinen Sie? Ja, das meine ich. Hm. Typen wie der haben eine Art Ehrenkodex. Hm. Was der sagt, macht er auch. Ehrenkodex. Ja.
bin ich hier aus Gangsterfilm. Überlegen Sie mal. Sonst hat er doch nichts. 6 Quadratmeter Zelle, 365 Tage im Jahr. Hm. Wenn der mal auf sein Leben zurückguckt, muss da doch irgendetwas sein. Hm? So, und das ist der Bahnhof mit der vierspurigen Unterführung. Daneben Fußgängerzone und der Westenwall mit dem Allee-Center. Da hinten, ne, ist der Logistikhafen mit der Lagerstadt von Möbel Osterbusch. Und da ist Windrock, das erkennt man einen Kühlturm vom ehemaligen Kernkraftwerk. Ja. Wenn er also sieht, ist der Knast vielleicht doch nicht so schlimm, ne? Ja, sehr witzig. Hör mal, du hast da so ein... Das kommt ich ja nicht! Ihr Schwalle! Alles klar bei dir? Ja, ich glaube, ich habe mich nur erschreckt. Da war auf einmal so ein leuchtender Punkt auf deiner Stirn. Scheiße, Mann. Du hast mir das Leben gerettet, Latotzke. Latotzke, der Lebensretter. Ja, na und? Das ist der Polizistenmörder, Mensch. Ja, ich weiß. Aber der will ja nur seinen Sohn wiedersehen. Oder wissen, dass es ihm gut geht. So dachte er, wer? Stockholm-Syndrom. Hä? Bin doch noch nie in meinem Leben in Stockholm gewesen. Ich will 500.000 Euro und Fluchtwagen. Gut so? Ganz prima, Maslow. Ja. Vollgetankt! Du wirst immer besser. Oberberg, Polizei, wir haben ein paar Fragen. Warte mal auf. Was wollt ihr denn? Verpisst euch mal. So, langsam geht mir das alles hier auf die Eier. Langsam krieg ich echt zu viel. Hallo, aufmachen. Los, machen Sie auf. Verdammt nochmal, machen Sie endlich auf die Tür. Mein Kollege hat sich vielleicht nicht so klar ausgedrückt. Wir sind von der Polizei und haben da mal ein paar Fragen. Was, das dürft ihr gar nicht machen. Was soll denn das? Hör mal gut auf. Zwei meiner Kollegen sind in Lebensgefahr, weil dein zukünftiger Schwiegervater einen ganz schlechten Tag erwischt hat. Also erzähl mir nicht, was ich darf und was ich nicht darf. Du bist ja besoffen. So, du? Schau, jetzt guck mal da. Hm? Die Kleine ist high. Hm? Was nimmst denn du? Zeig mal deine Arme. Hey, Finger weg, Mann, du Arschloch. Halt die Schnauze. So, wo hast du das Zeug? Was wollen Sie denn noch? Wo ist er? Wer denn? Ach so, Mann, ich weiß es nicht. Seit der Sache hat er sich nicht mehr blicken lassen. Na gut, dann reden wir über die Sache. Nehmen wir mal an, die Freundin der italienischen Oper sagen die Wahrheit und Martin hat Rocco... Die Pizzabäcker? Die soll mal die Fresse halten. Die haben sich einen Reckung Rocco geschert, als er lebte. Das machen die einen auf Racheengel. Was hat denn Rocco auf dem Dach gemacht? Im Sommer sitzen wir da manchmal. Also der Blick, der... Die Aussicht ist auch unerreicht. Also Martin und Rocco waren auf dem Dach, haben sich gestritten. Ja, und der Streit ist eskaliert. Weiß ich nicht, ja. Ich war ja nicht dabei. Und Ihre Kollegen haben das schon überprüft. Ja gut, aber trotzdem. Was könnte der Grund sein? Rocco wurde in letzter Zeit immer seltsamer und irgendwie unberechenbarer. Ja, weiter? Ja, und wir haben zusammen studiert und sind zur gleichen Zeit raufgekommen. Mhm. Rocco hatte das Zeug besorgt. Martin war zuerst dabei, dann hat er plötzlich aufgehört. Mhm. Und Rocco hat weitergemacht? Ja. Und du auch? Klingt nach einem Altersuchsträumer. Ich stand nicht auf Rocco. Ja, er hatte immer Stoff. Die Pizza Collection. Mhm. Na, kann sein, ich habe nicht gefragt. Ja, und Martin? Das ist gerade günstig für die junge Liebe, wenn einer drauf ist und einer nicht. Mhm. Martin hat einfach aufgehört. Das Zeug einfach nicht mehr angerührt. Wenn ich mir einen Schuss gesetzt habe, ist er einfach rausgegangen. Mhm. Hat er nie versucht, sie auch von der Nadel zu bringen? Martin? Nee, der ist nicht so. Fürs Reden war Rocco zuständig. Der konnte einen Knopf an die Backe labern. Irgendwann hat er dich ins Bett gelabert. Also, wir waren ein echt gutes Team. Aber dann ging ja alles den Bach runter. Und jetzt? Frau Oberberg, im Moment sind wir die Einzigen, die Martin helfen können. Also bitte, gibt es noch irgendwas, was uns weiterbringen könnte? Ich stand gerade am Fenster, als Martin die Straße runterkam. Plötzlich hielt ein Wagen und ein Mann stieg aus. Mhm. Er sprach kurz mit Martin, dann packte er ihn und stieß ihn ins Auto. Und dann? Martin rief mich abends an, sagte, er müsste verreisen. Und ein paar Tage später stand er wieder an der Tür und seitdem war er clean.
Würden Sie den Mann wiedererkennen? Naja, es ging so alles so schnell. Ist ja auch 2 Jahre her. Können Sie sich an den Wagen erinnern? Ein grauer Strich, 8er, Coupé, Duisburg, MU. Den Rest weiß ich nicht mehr. Ja, das ist doch schon mal was. Der Schuss ist wohl nach hinten losgegangen. Stimmt, Sabine? Ja, das kann man wohl sagen, Uli. Also der Versuch, Ulf Kondermann durch einen Scharfschützen außer Gefecht zu setzen, ist gescheitert. Nach dem Schusswechsel hier herrscht jetzt wieder Stille in Hamm. Ich hatte inzwischen hier die Gelegenheit, mit mehreren Bürgern der Stadt zu sprechen und echt die Sorge ist groß. Und auch im Web geht es als Herr Sabine. Olga 156 hat sich nochmal gemeldet und darauf hingewiesen, dass der finale Rettungsschuss nach § 63 Absatz 2 nur im äußersten Notfall berechtigt ist. Ich verstehe nicht. Wer ist jetzt Olga 156? Das ist nur ein Nickname. Was? Im Internet, da verwendet man... Du weißt doch, was Internet ist, oder? Ich habe 16 Jahre gesessen, aber ich weiß, was das ist. Also sprich weiter. Pass auf, wenn man was in ein Forum schreibt oder so, da verwendet man nicht seinen echten Namen, sondern denkt sich einen Nicknamen aus. Ich nehme zum Beispiel Latte 5000. Hm. Okay. So kann man quasi anonym bleiben. Ja, im Forum? Ja, mach dir keinen Kopf. Ich komme mit dem ganzen Internetzeugs auch nicht klar. Ja, was kann man? Schnauze! Irgendwann musst du mit denen reden. Aber ich bin im Moment schlecht, auf die zu sprechen, ne? Da war was mit der Kugel, die an meiner Stirn vorbeigezischt ist. Das wäre vielleicht nicht passiert, wenn Sie das Gefühl hätten, dass Sie mit dir reden können. Oder hast du Manschetten? Wovor jetzt? Ja, es gibt Leute, die reden nicht gern mit dem Psychologen. Ich will auch nicht reden, ich will kein Gespräch, keine Ablenkung und keine Versprechungen. Aber nur, dass du es weißt. Ich bin seit 16 Jahren regelmäßig beim Gefängnispsychologen. Ich kenne alle Tricks, die so einer drauf hat. Wenn der Psychologe mal einen Psychologen braucht, dann kann er mich fragen. Du glaubst du nicht, ja? Doch. Doch, ich glaub dir. Klar, glaub ich dir, klar. Sag mal, ist der immer so stur? Der kann schon stur sein. Komm, ey, wir wetten. Ich wette mit dir, dass ich mich mit dem Mann am anderen Ende der Leitung unterhalte und der legt auf. Hä? Der legt nicht auf. Das ist ein Profi. Du kannst ihm erzählen, was du willst, der legt nicht auf. Wetten doch? Wie viel hast du auf der Tasche? Komm, pack aus. Moment, ich hab... 60, 62 Euro. Ja, 62 Euro. Und ich hab das hier. Ne? Wenn du gewinnst, kriegst du die Wumme. Bist du drin? Das ist nicht dein Ernst. Wer hat jetzt Maschetten, ne? Ja, ich bin drin. Klar bin ich drin. Hallo, Herr Kontermann. Sind Sie dran? Ja, ich bin dran. Gut, dass Sie sich endlich melden, Herr Kontermann. Wir müssen zuerst mal wissen, wie es den Geiseln geht. Schnauze! Ihr müsst gar nichts. Da unten im Hof steht ein Opel Calibra in Gold Metallic. Zugelassener Auftrag? Georg Latotzke. Georg Latotzke, der heute mit mir das Zimmer teilt und bereits so freundlich war, mir seinen Autoschlüssel zu überlassen. Ebenfalls anwesend ist Chef Vorderbäumen. Sag mal hallo. Hallo. Sehr gut. Also, den Geiseln geht's gut und die Frage des Fluchtwagens ist geklärt. Fehlt nur noch das Geld. Herr Kontermann, das ist eine große Summe. Das dauert noch eine gewisse Zeit. Außerdem müssen wir noch... Hab ich gesagt, ich jetzt eilig? Nee. Heute Nachmittag habe ich einen Termin, aber bis dahin ist ja noch Zeit. Ich habe Zeit. Ihr habt Zeit? Wir haben also Zeit. Wenn Sie ins Ausland kommen. Wir haben doch gerade gesagt, wir haben Zeit. Lassen Sie uns einfach telefonieren, wenn die Kohle da ist. Nur eins noch. In meinem Besitz befindet sich eine Polizeidienstwaffe, Modell Sig Sauer P225. Im beladenen Zustand sind die Magazine. Ja? Schuss. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die Waffe heute bereits 6-mal abfeuern müssen. Bleiben. Ich? Ja, du! Ja, 2. Mensch, Latotzke, mit dir würde die deutsche Polizei ein echtes Genie verlieren. Sind Sie noch dran? Ja, natürlich. Ich mach's kurz. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Wahrscheinlich auf dem Dach, vielleicht am Flur, vielleicht sogar schon im Nebenraum. Im Knast erzählt man sich ja Wunderdinge von euch. Das kann auch alles sein, aber ich weiß, dass ihr im Fall des Falles mindestens einen von den beiden Kollegen hier mitnehmen auf die lange Reise. Ich weiß es einfach. Egal, wie schnell ihr seid, einer ist fällig. Habt ihr uns verstanden? Herr Kontermann, Ulf, es kann gar keine Rede davon sein. Einen schaffe ich, einen krieg ich tot, verstanden? Verstanden, Herr Kontermann. Wenn ich das erste Mal, bleibt nur eine Frage. Ja.
Wer soll es sein? Vorderbeuten oder Latotzke? Welchen von den beiden soll ich mitnehmen? Herr Kontermann, wir glauben Ihnen gerne, dass Sie... Welchen? Das ist eine Frage, die... Welchen habe ich dich gefragt? Hier sind zwei Brüllen. Welchen soll ich ummachen? Sag mir, wer die Kugel kriegt. Herr Kontermann. Ich gebe dir 10. Pass auf, ich gebe dir 10. 10, 9, 8, 7, ich warte, 6, 5, 4. Er hat aufgelegt. Ein Idiot. 62 Euro. Der Strich 8 ist abgemeldet worden. Vorher war er auf eine Firma gemeldet, die letztes Jahr die Grätsche gemacht hat. Der älteste Trick der Welt. Man lässt den Wagen auf irgendeine Briefkastenkitsche laufen und hat Ruhe. Wieso wird der nicht verschrottet? Ich liebe diesen Strich 8. Vor allem, wenn er nicht dieses komische Mercedes-Tex-Polster hat da, sondern richtig schöne Ledersitze. Weißt du, was ich meine? Lenz, diese Tex-Polster, dreckig waren die. Ja. Das ganze Auto kaputt gemacht. Also da kann ich jetzt auch nicht helfen. Sagen Sie doch aber noch... Aber es war doch klar eigentlich. Es war doch so klar wie sonst was, dass die Karre uns nicht weiterbringt. Dass die einzige Spur, die wir haben, im Sande verläuft. So, und jetzt? Sagen Sie noch mal die Nummer. Moment, ja. Duisburg Martha Ulrich 90. MU90. Ja, und MU90. Ja, jetzt lass mich mal, Scholz, Mensch. Wann ist Martin Kontermann nochmal geboren? Am 12. September 1990. Ja, haha. So. Nee, also das kaufe ich nicht, beim besten Willen. Das ist ja M. Martin U. Ulf 90, wie Martins Geburtsjahr. Was gibt's denn da jetzt nicht zu kaufen? So, jetzt bin ich gespannt. Was ist? Ich rufe dir an. Hallo? Ja, hallo, Frau Oberberg. Hier ist nochmal Felix Lenz. Wir hatten ja gerade schon mal das Vergnügen. Ich erinnere mich. Ja, ich habe da noch eine Frage. Woher kennen Sie sich eigentlich so gut mit Mercedes-Benz aus? Wieso? Ich meine nur, Strich 8er kann man wissen, muss man aber nicht. Naja, wegen Martin. Der kennt sich da aus. Ponton, 107er, 109er, Strich 8er, 123er und so weiter. Naja, man kriegt das eben mit, so zwangsläufig. Martin, kann das sein, dass er das von seinem Vater hat? Kann sein, ja. Ist sogar so. Ja, gut, danke. Das hilft mir schon. Nochmal, vielen Dank. Rocco war da ganz anders. Rocco stand auf Italiener. Auf viele Italiener, ganz aus Sachsen. Hallo? Hallo? Frau Oberberg? Scheiße. Ich muss sofort machen. Ja, ich komme. Ficking 1402. Verdacht auf Überfall in der Kirchstraße 149b. Ziehen Sie direkt durch zum Tatort. Kollegen der KFBW Hamm folgen von der Leitstelle. Ja, offensichtlich setzt das LKA auf eine Zermürbungstaktik, Rudi. Und ich muss echt sagen, bei mir wird... Ja. Ich bin jetzt hier in der Kantine des Möbelhauses Osterbusch. Die beiden Beamten sind hier gut bekannt, weil sie hier regelmäßig zu Mittag essen. Neben mir steht Heinz Horst Bürgereit, der Geschäftsführer. Sehr gut. Ja, Herr Bürgereit, wann haben Sie... Guck mal, ich nur Scheiße im Fernsehen. Wie spät hast du? 20:03. 20:03? Mensch, Latotzke, überleg mal. In 2 Stunden bist du vielleicht schon tot. Nee, da habe ich echt keine Lust drüber nachzudenken. Ja, vielleicht ist Nachdenken auch nicht wirklich dein Ding, ne? Wieso? Was soll das denn jetzt heißen? Dass mich vielleicht die Idee getäuscht hat, ne? Eigentlich habe ich eine ganz gute Menschenkenntnis, aber jeder kann sie mal irren. Verstehe nicht. Was hat dich schon befürchtet? Jetzt kommt's. Schnauze, zu dir komme ich gleich. Und du, Latotzke? Bist vielleicht wirklich so doof, wie du tust, ne? Also ich meine, du tust nicht doof, du bist doof. Was soll das denn jetzt? Sag mir mal, du bist doof, ne? Nur mal angenommen, okay? Ja, wenn du meinst. Und sag mir mal, Vorderbäume hier ist ein bisschen zu alt für Bullen. Und sag mir mal, Felix Lenz hat seine Fahne heute Morgen von hier bis zum Logistikhafen. Man könnte das meinen, das ist kein Zufall. Was ist denn der Scholz für einer? Hm? Gar keiner. Latotzke, mein Lebensretter. Ich hab dich was gefragt. Du hast den Chef doch gehört. Ich will es aber von dir hören. Was soll das denn jetzt? Hör mal, tu mal die Waffe weg, bitte. 2 habe ich noch. Hör mal. Ich bin ganz Ohr. Lass ihn in Ruhe. Warum sollte ich, hä? Sag mir warum, hä? Warum? Scholz ist ein Zocker. Er spielt süchtig. Spielsüchtig, aber geheilt.
geheilt. Ja, gut weh. Ein Depp, ein Rentner, ein Algi und also gut wie geheilter Zocker? Was ist das hier? Der Bullenmühlkipper? Das ist ein Ort, wo man eine zweite Chance bekommt. Solche Orte gibt's. Jeder kriegt eine zweite Chance. Vielleicht sogar du. Nee, du nicht. Halt die Fresse! Wenn es für dich eine zweite Chance gab, dann hast du die heute Morgen um 9:55. So was von vermasselt, dass du... Ich hab dir gesagt, du sollst die Fresse halten! Okay. Halte die Fresse. So, wir sind gleich da. Irgendwie erkenne ich das hier wieder. Wird das mal was mit Ihrem Kumpel? Wird schon. Der ruft gleich an. Och, wieder ganz entspannt, ja? Gerade eben haben Sie der Frau noch die Tür eingetreten und jetzt... Scheiß Junkie. Nee, das wussten Sie nicht, als Sie... Es geht um das Leben unserer Kollegen. Schon vergessen? Nee, davon rede ich aber jetzt nicht. Ich rede von Ihrer Sauferei. Das macht Sie unberechenbar. Und da stehe ich überhaupt nicht drauf. Das, sowas brauche ich nicht. Überhaupt nicht. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können, ja? Ja, schon gut. Mal was anderes. Wieso haben Sie eigentlich kein Smartphone? Was? Sondern nur so ein 8-Euro-Handy. Ja. Ja. Und wieso tragen Sie diese abgefuckten Schuhe? Und seit 3 Tagen dieses gefälschte Polo-Hemd aus Bangkok? Das ist doch... Na, ich hab Schulden, und? Ich weiß. Weiß jeder. Sind das Altschulden oder... Neuschulden, hä? Was wolltest du damit sagen? Das immer noch zocken. Sobald der Kitzel im Job fehlt, wer juckt's bei Ihnen? Ja, das ist ja toll. Ja? Das ist ja schön, super. Dass man einfach so verdächtigt wird, ja? Haben Sie Beweise? Ich hab Augen im Kopf, das reicht. Was ist denn jetzt mit dem Scheißanruf? Der kommt, wenn er kommt. So, wir sind da. Vielleicht ist ja Ihr tolles Smartphone kaputt. So, jetzt kommen Sie mal wieder runter. Haben Sie? 4. Halb vier. Und wir sind noch nicht mal in der Nähe von Martin Kontermann. Und dazu Ihre scheiß Mercedes-Theorie. Mensch. Ah, wieder. Sie sind auf dem Dach. Und Sie haben Lena Overberg. Geiselname. Hatten wir lange nicht. Hier spricht die Polizei. Kommen Sie sofort aus dem Haus. Ecco la polizia. Abbandonati immediatamente la casa. Was ist los? Der Kollege kann Italienisch. Das ist hier oft ganz nützlich. Das Gebäude ist umstellt. Ergeben Sie sich. La casa è circondata. Vi preghiamo di capitolare. Herr, geben Sie mal her. Hört mal zu. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Wenn ihr vom Dach kommt, ist alles in Ordnung. Ascoltate. Scholz, was? Scholz, der Anruf. Ja, hier in der Tasche, nehmen Sie mal an. Wo ist das jetzt? Ja, aber Vorsicht, Vorsicht mit dem teuren Smartphone. Scholz, das ist schlecht. Felix ist gerade sehr beschäftigt. Ich bin ein Kollege. Kleinen Moment, Mann. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. In Deutschland werden Ausländer besser behandelt als die Einheimischen. Das ist Fäkalmord. Was? Ja, genau. Ja, ist ein bisschen laut hier. Die Akte Kontermann, ja. Wir hatten nur Zugriff auf die aktuelle Datenbank. Und ihr seid in 5 Minuten wieder in Bella Italia. Moment. Wann war das? Ja, das wissen wir genau. Ja, gut. Und den Abgleich kriegen wir noch. Okay, danke. Ich dachte, vielleicht macht Martin ja nach dem Studium noch eine Firma auf. Dann könnte ich da arbeiten im Lager. Als Hausmeister, keine Ahnung. Man träumt sich schon ziemlich Schwachsinn zusammen im Knast. Pass auf. Hör zu. Jetzt sag ich mal was. So, hast du gewusst, dass der ICE, also der schnelle Zug... Ich weiß, was ein ICE ist. Ne? Ja. Dass der ICE in Richtung Berlin einmal geteilt wird? Nee, wusste ich nicht. Bahnfahren ist in Bonn nicht so ein Thema. Ne? So, pass auf, also der eine Teil, ne, der fährt durchs Bergische Land, der andere durchs Ruhrgebiet. Amen. Ja, pass mal, lass mich ruhig mal ausreden. So, pass auf,
Die fahren getrennt und dann werden sie wieder zusammengekoppelt. Und weißt du wo? Hä? In Hamm. Und? In Hamm kommen die beiden Teile vom Zug, die vorher getrennt waren, wieder zusammen. Ne? Zwei Züge werden wieder zu einem. So, sag nix. Ne? Denk erstmal drüber nach. Ich bin fertig mit Nachdenken. Das war die größte Scheiße, die ich je gehört habe. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, ich wollte ja nur. Blöde Musik. Ja, die wär. Kontermann, wo ist mein Sohn? Schulz hier. Ich brauche noch Zeit. Das ist nicht dein Ernst, ne? Ernster geht's gar nicht. Aber ich brauche noch Zeit. Das ist der älteste Scheißtrick von allen. Sag jetzt die Wahrheit, oder? So, jetzt hör einfach mal zu. Ich rede jetzt und du hörst zu, okay? Okay, geht los. Dein Sohn ist in Sicherheit. Ich habe zwar keine Ahnung, wo er ist, aber er ist in Sicherheit. Ja, und woher willst du das wissen? Ich bin noch nicht fertig. Dein Sohn ist ein Mörder. Ich könnte dir erzählen, dass sein Kumpel Rocco von ganz allein von einem Dach in Duisburg gefallen ist. Oder dass Rocco so vollgeknallt war, dass er dachte, er kann fliegen. Aber dir kann man nicht erzählen. Ne? Ja, wenn es Notwehr war, ne? Das spricht leider nicht viel dafür. Die Wahrheit ist, dein Sohn ist ein Mörder. Und du willst doch die Wahrheit wissen, oder? Ja, das ist deine Wahrheit. Ich habe übrigens inzwischen rausgekriegt, dass ihr hier gar keine normale Polizei seid. Stimmt. Wir sind die kreisfreie Polizeibehörde Hamm. Die Behörde, die noch Zeit braucht, weil bestimmte Ermittlungsschritte einfach Zeit brauchen. Aber mach dir mal keine Sorgen. Wenn ich mit dir fertig bin, schalte ich das LKA ein. Und wir haben deinen Sohn in weniger als 12 Stunden. Ja? Wetten, in weniger als 12 Stunden sitzt dein Sohn ein. Wir können das Ganze natürlich auch beschleunigen. Und wie? Sag du es mir. Du spinnst doch, ne? Wie denn? Sag mir, wer deinen Strich 8 fährt. Ja. Das dauert nämlich noch eine Weile, bis das Kraftfahrtbundesamt sich meldet. Oder sag mir, warum der Mann, der den Wagen fährt, deinen Sohn von der Nadel gebracht hat. Wer ist der Typ? Der geheimnisvolle Mr. X? Ja, okay. Ja, ist okay. Ja, immer so. Wir haben deine Akte wieder aufgemacht. Und wir finden ihn. Und ich bin mir sicher, dass Martin bei ihm ist. Warum bist du eigentlich nochmal umgekehrt? Was? Du bist aus der Bank raus, du hast die Kohle in der Tasche und drehst nochmal rum. Warum? Schau in meine Akte. Das steht da nicht drin. Da steht auch nicht drin, dass du einen Komplizen hattest, den du rausgehauen hast. Und dass deshalb die beiden Polizisten draufgehen mussten. Aber mach dir keine Gedanken, auch das steht bald noch drin. Wir brauchen nur noch ein bisschen Zeit. Sag mir, dass ich mich irre. Sag mir, dass ich spinne. Oder sag mir den Namen. Im Leben nicht. Dein Sohn hat einen Schutzengel gehabt. Lenz hat heute Morgen behauptet, Typen wie du hätten einen Ehrenkodex. Aber ich habe ihm nicht geglaubt. Und jetzt? Ich kann dir nichts versprechen. Mord verjährt nicht. Und Beihilfe auch nicht. Wer immer der Typ ist, ist auf jeden Fall dran. Und Martin auch. Tja, die Maschine läuft. Du selbst hast sie in Gang gesetzt. Wenn ich wenigstens das mit dem Heroin gewusst hätte. Und das Anschlag hat mir nichts gesagt. Warte, ich kann dir doch was versprechen. Da bei dir im Zimmer sind 2 Menschen. Und die haben es nicht verdient, für deine Fehler zu sterben. Und ihr Tod würde nichts, gar nichts ändern. Ich lege es auf. Du legst auf? Ich wüsste nicht, was noch zu sagen gäbe. Du warst der Zucker, ne? Ja, das kann sein. Wer auch nur ein Wort sagt, ist tot.
nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Für einen Opa, einen Säufer, einen Zocker. Und einen Latotzke. Ne? Nicht schlecht, aber. Nochmal sollte mich hier haben. ICE. Ja, wisst ihr was? Ich muss mir unbedingt nochmal den Hauptbahnhof angucken. Obwohl der ICE lang fährt. Mach das nicht, Mensch! So, Jungs, alle wieder wach? Wisst ihr, ich hab den ganzen Tag schon so schlimme Kopfschmerzen. Habt ihr nicht was für meine Birne? I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Work days to get you money to buy a van. But then I don't say, my man will be no more than. Na, Jones, wie habe ich das gemacht mit dem Pizzabäcker? Hm? Ah, was mit dem Kontermann? Wer hat sich um den gekümmert? Tja. Um 17 Uhr mit Robert Levy. Die Geiselnahme in Hamm ist beendet. Ein Sondereinsatzkommando des Landeskriminalamtes ist es. Also könnte mal ein Telefon klicken. Ja, Scholz? 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 Wo tanzt der Kuckuck? Verdammt, nochmal! Ja, warum schreien Sie denn so? Ich höre Sie gut. Wir sind hier kurz hinter Recklinghausen. Alles in Ordnung? Ja, bei mir schon. Da tut's gerade einen Seelenschaden. Was hat er? Einen Seelenschaden. Reden Sie mal mit ihm. Ja, sehen Sie mal her. Was sonst, gell? Chef, ich brauche 2 Tage frei. Das war alles viel zu viel für mich. Ich muss das alles erstmal seelisch verarbeiten. Ja, was? 2 Tage? Ja, mindestens. Latotzke, hören Sie mal zu, Sie sind doch kein Mädchen. Kommen Sie morgen mal eine Stunde später, dann reden wir über alles, ja? Dann gehen wir nach unten, suchen uns ein paar alte Fälle und dann verarbeiten wir das Ganze gemeinsam, ja? Lenz ist auch dabei, ne? Na, danke schön, ja. Okay? Ich weiß, dass das komisch klingt, ne? Aber irgendwie tut er mir echt leid. Ja, also bis morgen, Latotzke, okay? Ja, tschüss. Ja, für eine arme Sau, was? Latotzke? Ja, der auch. Sie hörten Kontermann von Dirk Schmidt. Es sprachen Scholz, Uwe Ochsenknecht, Vorderbäumen, Hans-Peter Hallwachs, Lenz, Matthias Leja, Latotzke, Sönke Möhring, Kontermann, Michael Brandner, Lena Overberg, Alina Levschin, Polizist, Hans-Martin Stier, Sabine, Susanne Petzold, Rudi, Peter Nottmeier. In weiteren Rollen Max Tuveri, Fabio Sarno, Vittorio Alfieri und Robert Dölle. Technische Realisation Jürgen Losemeyer und Peter Hamacher. Regieassistenz Sascha von Donat. Dramaturgie Georg Büron. Musik Rainer Quade. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013 für den ARD Radio Tatort.